Das hättet ihr jetzt nicht erwartet, oder? Nee. Captain, wir sind hier, um Ihren Begleitroboter abzuholen. Was, warum denn? Aus Sicherheitsgründen. Sie verstehen. Nein, das tue ich ehrlich gesagt nicht. Wir stellen das Programm ein, deswegen müssen wir Ihre Katze deaktivieren. Dauert nur eine Sekunde. Nein, warten Sie, ich... Lassen Sie mich das machen. Hallo Tom, wir sind Alma Schari. Hallo. Und Franzi von dem Podcast Sei hier Gast, der Podcast über Disney. Und da darf natürlich der neue Lightyear-Film nicht fehlen. Deswegen freuen wir uns sehr, dass du dir natürlich jetzt die Zeit genommen hast für uns einmal zum Interview. Und wir müssen direkt mal loslegen. Wir haben ja auch keine Zeit. Tom, wir müssen, du wirst es wahrscheinlich heute nicht zum ersten Mal gehört haben und wahrscheinlich nicht zum letzten Mal, aber es muss raus. Es war eine verdammt gute Arbeit gestern in dem Film. Für wow. Uns, ja. Wir haben den Film gesehen, wir waren sprachlos. Danke dafür erstmal für diese grandiose Synchronrolle. Na, vielen Dank. Also es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Es war jetzt auch keine Selbstverständlichkeit, weil man ist ja jetzt als normaler Schauspieler jetzt nicht unbedingt prädestiniert dafür, auch Synchronsprecher zu sein. Und bei einem Animationsfilm ist das nochmal eine besondere Herausforderung, weil man eben nur mit der Stimme einen Charakter erzählen muss. Und ja, das ist gar nicht so leicht. Ich habe da wirklich für den Kollegen, die das häufig machen, sehr großen Respekt. Gerade ich bin ganz, ganz großer Toy Story-Fan und ich hatte große Angst, wer den Buzz Lightyear synchronisieren würde und auch vor allem wie. Und das ist jetzt nicht Honig ums Maul schmieren, aber wir sind wirklich glücklich rausgegangen aus dem Film. Ja. Puh, habe ich ja nochmal Glück gehabt. Absolut, danke. Also wir beide sind schon mal die Fans. Wir locken auch die Familie und die Freunde in die Kinos. Also das ist schon mal gesichert. Aber auch gerade, weil Chris Evans ja im Original Buzz Lightyear synchronisiert, war ja einfach die Messlatte sehr, sehr hoch. Ne? Wie viel Ehrfurcht oder Nervosität war denn bei der Arbeit dabei? Gerade weil du weißt, dass so viele Toy Story-Fans Toy Story lieben. Naja, natürlich schon ein bisschen. Also mir war schon klar, auf was ich mich da einlasse. Aber man muss dann unbedingt es schaffen, das ein bisschen zu vergessen, weil Buzz Lightyear ist ja jetzt nicht der super nervöse Typ. Das wäre jetzt schlecht, wenn das die ganze Zeit mitgeklungen hätte. Nee, aber ich habe natürlich den Film vorher geguckt und dann versucht man natürlich jetzt nicht unbedingt Chris Evans immer nachzumachen, weil man möchte ja nicht Chris Evans 2 sein, sondern man versucht irgendwie so die Essenz der Rolle zu verstehen und zu gucken, worum es geht. Und dann zusammen natürlich mit einem guten Synchronregisseur dann da eine eigene Interpretation ein Stück weit zu finden. Aber musste man jetzt zu dir sagen, Tom, sorry, du bist super, aber kannst du es bitte weniger nervös sprechen, weil du gerade schon gesagt hast, Buzz ist jetzt kein Typ, der nervös ist. Gab es so Momente? Also das Wort nervös ist nicht gefallen im Studio. Es sind andere Worte gefallen. Was ist denn gefallen? Weiß ich nicht. Mach's nochmal mit Talent oder so. Also. Ja, aber, das ist ja... Aber man muss ja auch dazu sagen, du synchronisierst dich ja auch regelmäßig in internationalen Produktionen selber. Ich meine, Game of Thrones brauchen wir gar nicht erwähnen, sind wir beide große Fans. Und natürlich jetzt auch als Dimitri in Stranger Things, da synchronisierst du dich ja auch selbst. Aber was ist der Unterschied zwischen du bist ja Schauspieler und synchronisierst dich selber und eine andere Figur, jetzt Animationsfigur? Naja, wenn ich mich selber synchronisiere, dann weiß ich ja, was ich da in dem Moment, wo ich es gespielt habe, gedacht habe und versucht habe, rüberzubringen. Deswegen ist das, bin ich da noch relativ drin. Außerdem habe ich dann mein Gesicht und meinen Körper, mit denen ich bestimmte Sachen ausdrücke. Ja, also dann ist die Sprache nur ein Element. Aber bei einer Animationsfigur hast du halt nur die Sprache.
Und hat auch was Gutes, weil man da teilweise mehr machen kann. Ja, also wenn ihr den Film gesehen habt, dann wisst ihr, es gibt große Action-Szenen und auch sehr viel Geräusche, die man macht. Also bei den Verfolgungsjagden, bei den Fahrten durchs All, bei dem Kämpfen mit dem Zurg. Ein sehr schöner Name, wie ich übrigens finde. Und das kann man natürlich bei normalen Sachen, macht man sowas nicht. Und das hat mir eigentlich großen Spaß gemacht. War es denn Voraussetzung, die Toy Story-Filme überhaupt geguckt zu haben, beziehungsweise hast du sie gesehen? Also ich musste keine Toy Story-Prüfung vorher ablegen. Oh nein! So ein Quiz? Ja, nee, tut mir leid. Aber ich habe natürlich Toy Story früher geguckt und fand ihn toll und habe ihn jetzt vorher auch nochmal geguckt und muss sagen, er ist immer noch genauso charmant wie vor 27 Jahren. Und das ist ja ein gutes Zeichen und nicht selbstverständlich, wenn Filme gut altern. Aber welcher, jetzt müssen wir mal kurz, ja, welcher Teil ist dein Liebster? 1, 2, 3 oder 4? Also so tief bin ich jetzt ins Fach nicht eingestiegen. Ich habe nur 1 geschaut. Tom! Ja, ich weiß, aber ich muss mir auch noch was übrig lassen für später. Also was, ich kann ja nicht alles gucken. Okay, dann schlagen wir vor, du guckst alle Filme und hörst dann bei uns im Podcast rein, weil wir sprechen natürlich auch über alle Filme. Wir haben eine ganze Folge über Toy Story gemacht, weil es da 25-jähriges Jubiläum gab. Du hast schon gesagt, 27 Jahre ist der Film alt. Bist du denn mit Disney aufgewachsen? War das so deine Kindheit? Ich hatte eine ganz traurige Kindheit, die war sehr Disney-frei. Ja, also bei uns gab es überhaupt kein Disney. Also in der DDR war das Höchste, was ab und zu gab, war, wenn irgendjemand mal ein lustiges Taschenbuch hatte, was dann rumgereicht wurde und so lange gelesen wurde, bis es in seine Einzelteile zerfallen ist. Aber ansonsten bin ich völlig ohne Disney aufgewachsen. Hat aber auch geklappt irgendwie. Ja, es geht auch. Leben ohne Disney ist zwar sinnlos, aber es geht, um bei Loriot es scheint, zu zitieren. Es scheint was aus dir geworden zu sein. Ja. Traurig, aber. Ja, aber wir haben ihn ja jetzt auch erst gesehen. Also ja, wir wissen, wir können es nicht beurteilen, aber Tom, wir wünschen dir alles Gute weiterhin und wir hoffen einfach, dass du alle Filme nachholst. Deswegen wird jetzt natürlich die Frage, die jetzt kommt, ein bisschen tricky für dich. Mhm. Ne? Ja, also das hatte ich befürchtet. Jetzt kommt das Toy-Story-Quiz. Oh je. Nein. Aber eine andere schwierige Frage. Ja. Genau, wir stellen nämlich immer am Ende eines Interviews ein und dieselbe Frage. Mhm. Und zwar, wenn du ein Leben lang nur noch einen einzigen Disney-Film gucken dürftest, welcher wäre es? Oder Pixar? Und du darfst natürlich nicht Lightyear nennen, weil du da ja mitgewirkt hast. Schwierig, da muss ich mal ganz tief graben. Was könnte ich denn da gucken? Naja, wahrscheinlich, weil ich so ein sentimentales und doch einfach gestricktes Gemüt habe, würde ich mir dann ein Leben lang Bambi angucken. Oh, traurig. Das hättet ihr jetzt nicht erwartet, oder? Nee, ich habe die ganze Zeit rauszufinden, was sagt er denn jetzt? Ist es irgendwas Arielliges oder weiß ich nicht, oben oder so? Da ich habe mit König der Löwen gerechnet. Ei, ja, aber auch, ja. Bambi, schön, schöner Film. Ich könnte mir auch Up angucken, die ganze Zeit. Ja, aber da haben wir gerade mit Aminata schon festgestellt, das ist schwierig, weil das Intro furchtbar traurig ist einfach. Weißt du, naja, bei Bambi ist das Ende furchtbar traurig. Stimmt. Also irgendwo ist es dann immer furchtbar traurig. Es ist halt wie im richtigen Leben. Also immer in deinen Wunschfilmen, ja. Nicht in jedem Disney-Film. Aber du bist trotzdem ganz gut drin. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du jetzt nicht so Disney-affin bist. Also du holst du tatsächlich jetzt noch auf als Erwachsener, dass du nochmal alle Filme irgendwie durchguckst oder irgendwas Altes nicht gesehen hast? Nein, ich habe jetzt keine Liste, die ich abarbeite. Aber hin und wieder denke ich schon, oh, da habe ich eine Wissenslücke, das müsste ich mal dringend schauen demnächst. Und ab und zu mache ich das dann auch. Was ist die Wissenslücke, bitte, Tom? Was ist deine Wissenslücke, wo du sagst, den muss ich noch gucken? Naja, Toy Story 2, 3 und 4. Absolut. Ich wollte es gerade noch mal nachlegen. Ja, bitte. Ja, eben. Besonders 3 und 4. Muss man alles zweimal sagen. Ja, genau. Tom, vielen Dank. Danke für deine tolle Rolle. Ich muss nochmal, ich habe Stranger Things 4 durchgeguckt, soweit man es jetzt durchgucken konnte. Mhm.
Alter Falter, ich kann nicht spoilern, weil Shari hat es noch nicht gesehen, hör weg. Nee, aber danke für diese tolle Rolle und ich freue mich so, dass du Teil davon bist und ich hoffe, du bleibst auch weiterhin noch Teil davon. Psst, Mann, das ist schon zu viel. Ja, er stirbt halt nicht in der ersten Folge, ist das super. Kann man nochmal sagen. Tom, vielen, vielen lieben Dank und ganz viel Erfolg weiterhin und wir freuen uns auf die nächste Gelegenheit, mit dir einmal zu sprechen. Genau. Dankeschön. Ciao. Dankeschön, bis dann. Tschüss.